Das Dschungelcamp 2023 sorgte für einige Skandale. Besonders eine Aussage von Lukas Cordalis gegenüber Jamila Rowe schlug hohe Wellen. So erklärte er in der Show nach einer Diskussion über Familienehre: Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf. Von diesem Spruch erfährt Jamila erst im Interview nach der Show. Zuvor hatte sie noch große Stücke auf Lukas gehalten, jetzt entgleisen ihr die Gesichtszüge. Damit hat er sich, glaube ich, schon mal selber abgeschossen, oder? Was ist denn das für eine Aussage? Jetzt verstehe ich auch ein paar Reaktionen von den Menschen, was ihn betrifft. Für Jamila steht fest, nach diesem Spruch will sie keinen Kontakt mehr mit Lukas. Wo ich mich jetzt nicht so sehe, ist Lukas. Ich glaube, verständlicherweise. Und was sagt der Musiker selbst dazu zu seiner Aussage? Nicht sagen, aber es ist ja auch verständlich, wenn jemand in einer intakten Familie groß wird, ist das all das, ist es eine andere Geschichte, als wenn ein Mensch seine Eltern nicht hat, vielleicht auch die Beziehungen zu denen nicht so aufbauen kann. Und das er meint weiter im Interview nichts zu bereuen, was er im Dschungel getan oder gesagt hat. Auch dem zweitplatzierten Gigi kommt nach seinem Auszug Lukas Spruch zu Ohren. In einer reichen Familie aufzuwachsen und immer alles zu haben und in den Arsch geschoben zu werden. Also, ist halt so, aber nee, das sagt man nicht. Also. Wie versteht er sich inzwischen mit seinem Dschungelkonkurrenten? Heiraten oder Kinder machen, das nicht. Ich wünsche ihm wirklich ganz viel Liebe.